Das DHB-Team trifft bei der Handball-WM am zweiten Spieltag der Gruppe A auf Brasilien. Spox begleitet die Partie für euch im Live-Ticker. Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Die Partie startet um 18:15 Uhr in der Mercedes-Benz Arena in Berlin. Vor Beginn Heinefetter behält leider nicht recht. Wie Bob Hanning soeben beim SID bekannt gab, wird Franz Semper aufgrund der starken Erkältung nicht spielen können. Wir werden seinen Ausfall taktisch lösen, sagte der DHB-Vizepräsident. Vor Beginn erster möglicher Ausfall beim deutschen Team, Franz Semper liegt mit Schüttelfrost im Bett. Allerdings zeigen sich die Verantwortlichen und Mitspieler zuversichtlich, dass der Rückraumspieler heute spielen wird. Er ist morgen heiß und wird spielen, meinte Silvio Heinefetter gestern. Für einen Handballer ist Schüttelfrost auch kein Grund, nicht zu spielen, keine Ausrede wie in anderen Sportarten, vor Beginn auch gegen Brasilien, das sein erstes Vorrundenspiel gegen Weltmeister Frankreich nur knapp mit 22:24 verlor, hofft die deutsche Mannschaft auf die Unterstützung der Fans. Es war eine super Atmosphäre. Da war schon ein bisschen Pipi in den Augen, sagte DHB-Torwart Silvio Heinefetter nach dem klaren 30:19 zum Auftakt gegen Korea. Vor Beginn beim letzten Aufeinandertreffen, bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio, setzte es gegen die Südamerikaner in der Vorrunde eine Niederlage, die bisher einzige in direkten Duellen. 30:33 hieß es damals. Die Brasilianer schafften es vor heimischem Publikum bis ins Viertelfinale. Ein Achtungserfolg, den sie mit dem Einzug ins Achtelfinale bei der letzten WM vor 2 Jahren bestätigten. DHB-Team gegen Brasilien, im TV und Livestream. Die Partie zwischen Deutschland und Brasilien wird live im ZDF und im Livestream des zweiten deutschen Fernsehen mit folgendem Personal übertragen. Reporter, Martin Schneider, Markus Bauer. Moderation, Jörg Polos. Experte, Sven Sören Christoffersen. Deutschland gegen Brasilien, der Kader der DHB-Auswahl. Christian Prokop ist der Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Angeführt wird das DHB-Team von Kapitän Uwe Gensheimer. Punkt. Positionsspieler Verein Toron Andreas Wolf THW Kielter Silvio Heinefetter Füchse Berlin links außen Uwe Gensheimer Paris Saint-Germain links außen Matthias Moschest Magdeburg Rückraum links Fien Lemken Melsungen Rückraum links Fabian Böhm TSV Hannover Burgdorf Rückraum links Steffen Fedrein Neckar Löwen Rückraum Mitte Martin Strobel HBW Balingen Weilstetten Rückraum Mitte Fabian Wiede Füchse Berlin Rückraum Mitte Paul Drucks Füchse Berlin Rückraum rechts Steffen Weinhold Wuppi Rückraum rechts Franz Sempers, DHFK Leipzig rechts außen Patrick Gritzke Rhein-Neckar Löwenkreis Patrick Wiencheck THW Kielkreis Hendrik Pekeler THW Kielkreis Jannik Kohlbacher Rhein-Neckar Löwen Deutschland in Gruppe A, die aktuelle Tabelle Mannschaft Spielsiege Unentschieden Niederlagen Tor Differenzpunkte Deutschland 1.100.112 Frankreich 110.022 Russland 101.001 Serbien 101.001 Brasilien von 1001 bis 20 Korea von 1001 bis 100.